Den Musikclub Seewechsel, den Heberbürger Schießclub Bremen.
sein. Im vierten Verein 7. Das Rote Kreuz Bad Gandersheim, die Feuerwehr Bad Gandersheim und dank dem Vorwand nochmal an die Polizei Bad Gandersheim. Dank gilt unserer Stadt, die uns immer gut unterstützen hierbei. Aber hart ist Ringen. Es wurden in diesem Jahr so viele Deckel geschossen wie noch nie. Es wurden auch dermaßen gute Ergebnisse erzielt, auch wie noch nie. Ich möchte nun den Bürgermeister Uwe Schwarz bitten, die Proklamation der neuen Könige. In Verbindung mit unserem Patenbataillon einen Soldatenkönig ausgeschossen. Und zwar schoss ich mit der Endziffer 74 Ringen Staatsunteroffizier Frank Klingebiel zum diesjährigen Soldatenkönig. Das ist insbesondere deshalb bemerkenswert, weil sie erst seit einem Dreivierteljahr dem Verein angehört und gleich so richtig zugelangt hat beim ersten Mal. Sie erhält einen Zinnrömer mit Widmung sowie eine Königsscheibe, ferner bei Abgabe des Königsschildes einen Schützenkönigin-Orden, außerdem einen von Herrn Heinrich Zaps gestifteten Wanderpokal. Der ebenfalls im Jahre 2001 in den Besitz der Schützengesellschaft. Er erhält einen Königspokal mit Widmung sowie eine Königsscheibe, ferner bei Abgabe der Königskette einen Seniorenkönigsorden, außerdem einen von Herrn Friedrich Goldbach gestifteten Wanderpokal. Ferner bei Abgabe des Königsschildes einen Schützenkönigsorden, außerdem einen vom Borberger Schießclub gestifteten Wanderpokal 0,1 mm, zuletzt König 1982 und in diesem Jahr nach 7 Jahren wieder Ernst Schmidt. Er erhält eine Besteckgarnitur, einen Königspokal mit Widmung sowie eine Königsscheibe. Thank you.
Thank you.
Aber wer ist denn das kleine Mädchen?